Einen wunderschönen. Wir sind wieder da. Bei Bloodborne. Wie ihr seht, haben wir ein wenig das Licht angepasst. Das ist auch ein bisschen dunkel geworden. Wir sind immer noch da. Hast du leise gemacht? Oh ja, ich wollte leiser machen. Dann machen wir jetzt on the fly live. On the fly live, genau. Live, weil uns ist nämlich nach zwei Folgen aufgefallen, dass das Spiel ein bisschen laut ist. Deswegen drehen wir es jetzt mal ein bisschen. Stimme lasse ich mal. Stimme kannst du lassen. Stimme ist eine hübsche. Jetzt hast du 4 gelassen. Warum hast du nicht 3? 3, wie ich es dir gesagt habe. Wenn ihr euch wundert, warum wir immer noch dieselben T-Shirts tragen, ich mache das aus Werbezwecken. Ich habe nur das eine. Er hat nur ein T-Shirt. Und deswegen machen wir da hier Dings. Was uns aufgefallen ist, in den Folgen 1 und 2 kann es durchaus sein, dass ein bisschen soundmäßig ist. Also soundtechnisch. Soundmäßig? Soundmäßig ist. Ein bisschen. Der soundmäßig ist. Das, ja. Literal. Du machst aber spannend, ne? Oh. Nee. Cuts teilweise. Und dass es vielleicht ein bisschen asynchron ist, an manchen Stellen kurz das Video weg ist oder so. Das liegt in erster Linie daran, dass unsere tolle Kamera, womit wir uns aufnehmen, immer 15 Minuten Takes macht. Was natürlich bedeutet, dass wenn wir gerade in diesem Cut reden, kurz was fehlt. Also ein Cut im Cut. Ein Cut im Cut. Cutception sozusagen. Cutception. Demnach nicht wundern. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Solange es keine Katze ist. Und jetzt, warum gehst du eigentlich da lang? Ich meine, ja, toll. Aber. Aber. So, ich sollte den Rubbel legen, ne? Die Klerikerbestie. Ja. Du bist doch der Bossleger. Ja, da gehe ich jetzt gleich hin, Leute. Mal auch noch ein bisschen Seele mit. Da bin ich doch elendig verrecksort. Da warst du doch gar nicht. Kollege, tu nicht so, da warst du nicht. Ach so, ja, okay. Hallo? Ja, okay. Das sehe ich ein. So, jetzt muss ich nämlich erstmal einen Schnacker machen hier. Der macht jetzt erstmal einen Schnacker mit dir. Ich hoffe. Nee. Nee, doch, eigentlich. Ihr seid ein Jäger. Ja, wir sind ja ein Jäger. Sind wir. Kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Guten Tag. Ich habe aber vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würdet ihr Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Ja, nein, Fräulein. Nein. Weißt du, erstmal sagst du, ja, wir wollen dich hier und ihr müsst selbst verpflichtet, mir zu helfen und ihr müsst das machen. Und dann auf einmal sagt ihr, nee, wo kommen wir denn da hin? Ah, gar keine andere Option, ne? Du wolltest ihn töten. Ja, kann ich vielleicht mal wieder zurücklaufen dahin, oder? Du läufst doch gar nicht zurück. Doch? Nein. Boah, wetten? Ja, ist okay. Ja, nee, daran erinnere ich mich aber hier nicht. Ja, aber ich erinnere mich daran. Hallo, einer ist er. Hallo. Jetzt sehe ich das. Oh, er hat ein paar Seelen. Wo ist denn hier? Ja. Wo ist denn hier? Er lebt noch. Ist ja ein Schnapper. Pass auf, da kommen Doggies. Ja, guck, wir haben uns doch vertan. Ich bin hier noch verrückt, als ich hier runter bin. Also? Ja. Ja. Egal, wenn ich jetzt beim nächsten Mal sterbe, dann machen wir nochmal einen Controller-Change. Machen wir. Ah, okay. Jetzt kommst du da unten. Ich verstehe. Knick-knack. Knick-knack. Wollen wir zurückgehen, ein paar Seelen investieren? Ja, ich guck mal, ob ich schon mal drauf kann. Sollen wir mal gucken? Ein bisschen so. Also weit ist der Weg ja zum Klerik jetzt nicht, ne? Nee, schauen wir mal. Wollen wir mal gucken, ob Erna Sack, das Püppchen. Das Püppchen. Immer ein lecker Püppchen. Ein bisschen was für uns hat, ne? Ja. Bin mal gespannt. Auf? Auf alles. Auf alles? Was da so kommt, wie ihr es so findet. Gespannt wie ein Flitzebogen. Wie das Video geschnitten wird. Willkommen da. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Curry Schnitzel Bombay. So touch the darkness within me. Ah, ja, ah guck mal, sie geht jetzt bei ihm auf die Knie. So wie sie sich gehört. Nein. Sie hat ja gar keine Kette für die Küche. Ja, aber bei Dark Souls ist er nämlich immer in die Knie gegangen. Ja, so, was haben wir hier. Oh, in ihr Leben. Kostüm, oder machen wir mehr Wupp Wupp?
Ja, ich weiß es nicht. Halt, aber viel physischer Abwehr, ne? Viel physischer Abwehr? Drei. Viel physischer Abwehr. Viel. Viel von mucho. Grande. Ja, aber auch so. Na, guck mal, es gibt immer drei. Aha. Wann willst du denn am liebsten haben? Sag uns an. Was ist denn Blutfärbung? Das ist fürs Gun. Gun in One. Ah ja, okay. Also mehr Wupp-Wupp an der Waffe, aber interessiert niemanden. Nee. Ein Arkan ist Pümmeln. Ist, keine Ahnung. Weiß der Geier. Warum sagt ihr uns das nicht? Ja, mach Wupp-Wupp, komm. Ja gut, dann ab ins Gesicht, ne? Guck mal, wir können ja eigentlich hier noch die Seelen schnecken, ne? Machen wir mal. Oh ne, guck mal nicht. Wieso nicht? Da kann ich nicht, ja. Daraus kommen Blutechos gewonnen werden. Guck mal, ob du... Ach so, da kann ich ganz sicher Flask draus kriegen. Ne, Blutechos sind deine... Schon deine gucken, geh mal da an den... an den Ding. Teich. Genau, ich meine, dass das da wäre. Ja. Nö. Verkaufen? Guck mal, verkaufen. Kannst du die Dinger verkaufen vielleicht? Ja, guck mal. Oh ja, dann... Nicht so viel, ne? Weil verwenden können wir sie ja nicht. Ne. Wie viel... Ja, Anlocken von Bestien. Ne, warum nicht? Nee, warum? Warum? Was willst du denn damit? Was hast du, warum... Weißt du noch, wie viel haben wir denn jetzt noch? Also, gar keine, die habe ich gerade verkauft, die zwei Dinger. Warum hast du jetzt welche gekauft? Ich habe die verkauft. Du hast doch jetzt gerade mit diesem Anlocken. Das habe ich verkauft. Hast du gedacht, du hast die gekauft? Jetzt ich habe die verkauft. Ah, scheiß. Wie verwirrt du bist. Scheiß Sozialist. Socialism. Fucking Socialism. Was ist das? Wupp Wupp. Ich habe jetzt nochmal Wupp Wupp gekauft. Genau. Okay, alles klar. So. Mit zwei muss ich mich hier rumquälen. Ne? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Es ist einfach unglaublich. Nee. Da darfst du dir, spielst du mal ein bisschen Blockbohren. Klick, sagst du. Machst du das? Du bist auch verwirrt. Machst du das? Ja, ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, ich glaube auch. Das glaube ich nämlich auch. Mhm. Kleriker-Bestie. Ja, du warst ja immer so der Boss-Slayer, ne? Ja, das ist natürlich einfach gesagt von außen. Von innen ist dann eine andere Hausnummer. Von innen. Von innen? Von innen. Wollen wir doch mal schauen, ob ich dem... Also bei Dark... Ah, jetzt sehe ich. Jetzt habe ich gesehen, wie deine... Alter, Lachs, was ist das denn hier? Hinweis. Erhältere dir aus von Glocke, wenn du Hilfe suchst. Sein lassen. Nö, Hilfe brauchen wir nicht. Wir sind genug Fikalis. Maximal. Ah, jetzt wo's draußen ein bisschen dunkler geworden ist, sehe ich da so noch was. Da lohnt es ja doch endlich zu spielen. Da lohnt es ja doch mal zu spielen, genau. Bei uns sieht man ja toll wegen unserer tollen visuellen. Mir fällt kein Wort dafür ein. Aber. Das ist eine Softbox. Das ist eine Softbox, genau. Aber nicht im groben Schreiben, das ist eine Softbox. Knick, knack, die Hexe ist tot. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nie. Meinst du nicht, dass man die irgendwie dass man die verkaufen muss? Ich meine, ich habe das jetzt gesagt, ja, aber verwenden konntest du sie ja nicht. Weiß ich nicht, das können sie gerne für die nächste Folge herausfinden. Ja. Voll und zu. Aua. Zack. Machen wir mehr Schaden? Wenn nur minimal, ne? Ja, ich meine, jetzt haben wir gerade 100 gemacht. Und dann vorher. Ich weiß nicht, 80. Ob ich da nur mit 10 hin will, das ist die Frage, ne? Kann man die dann farmen? Ja, wenn ich die Humans am Anfang mache, ne? Da könnte ich die eigentlich ein paar mitnehmen. Ja, komm, ich mach mal so eine Runde, weil dann können wir vielleicht noch 2 Level investieren. Okay. Das würde dann auch viel einfacher machen, würde ich behaupten. Wir sind da noch so ein bisschen jetzt auf euch angewiesen, was so dieses Leveln angeht, was das Farmen angeht. Wollt ihr das ungeschnitten sehen? Ich meine, das habe ich euch schon mal gefragt. Aber wollt ihr das ungeschnitten sehen oder wollt ihr quasi so einen Cut sehen, wo wir dann das Farmen
weglassen oder wollt ihr, dass wir außerhalb der Aufnahme vielleicht mal ein bisschen farmen? Das habe ich zum Beispiel mal in Dark Souls gemacht. Da habe ich einfach mal 1,5 Millionen Seelen gesammelt. Kann ich mich nicht daran erinnern. Nee, kannst du mich nicht daran erinnern, aber ja. Nee, dass wir uns dann einfach mal, dann laufe ich hier, dann will ich mich hier hinsetzen und mal den ganzen Tag so eine Runde laufen, bis ich einfach mal 10.000, 100.000 Dinger habe. Und dann haben wir da so 4 Level oder sowas. Ne? Das müsst ihr, würden wir euch entscheiden lassen, wie ihr das seht. Wie ihr da Bock habt. Ne? Ja, ob ihr euch da seht. Ob ihr euch da seht. Du willst jetzt nicht den Typen da versuchen, oder? Nee, versuchen will ich den nicht. Du willst den machen? Jo. Kleiner Knecht. Da hat er mich gemacht. Da hat er mich richtig gemacht. Hast du das gesehen? Da. Das ist aber, ja toll. Jetzt, das Lustige ist, bei Dark Souls war es ja so, dass die da lagen. Ja. Das nee, aber ist ich muss den killen. Ja. Das ist doch gesoffen. Sehen Sie dieses hämische Grinsen? Oh, das ist doch gesoffen. Wie soll ich den denn jetzt killen? Ja, komm, die 1200 Seelen, das ist ja jetzt wohl nicht... 1200 ist ein ganz Level. Ja, das ist richtig, aber wir haben schon mehr als ein ganzes Level in die Gegend gehuft, falls dir noch nicht aufgefallen ja, ist. Ja, wow. Ja, wow. Oh, wow, das ist ja toll hingekriegt. Das ist ja toll hingekriegt, sagt sie. Du bist so scheiße, ey. Du bist so scheiße, Robin. Oh Mann, ey. Wenn diese Ladebildschirme nicht wären, ne? Ja, die Ladezeiten sind natürlich nicht besser. Du bist hier, wo bist du denn lang gegangen? Rechts. Hier, ne? Mhm. Genau. Ja. Also richtig. Dann bist du hier lang gegangen, richtig? Das ist auch richtig. Was siehst du da? Nicht da lang gegangen. Zack, zack. Da müssen wir da runter. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier so ein paar Dinger mitnehmen. Zack, zack. Da, du, komm her. Dunkel! Ja. Droppt ihr was? Nein. So. Leider nicht, wie gesagt, wir müssen diese Weiz so ein bisschen fahren. Da ist das Cap auch 20. Die Klerik-Bestie mit weniger anzugreifen ist schon Ansage. Alter, wie swingt der denn? Das ist ein richtiger Swinger-Club hier. Ha, get it, weil er swingt und so. Ja, er könnte auch ein Sänger aus den 70ern sein. Oh, swing. Mhm. Sehr gut. Jetzt sagst du, ich soll den hier besiegen? Ja. Also das kannst du entweder machen oder kannst du es auch bleiben lassen? Nee, ich will die wieder haben. Ja, dann schau ich mir in die Augen klein. Das Problem ist, hier, im Gegensatz zu Dark Souls, ist man nicht unverwundbar, genau. Das ist mir auch aufgefallen, als er mich aus dem Leben gewichst hat. Das ist das Problem, du musst nach hinten wegdodgen werden. Ja. Nee, das darf er halt nicht machen, ne? Wenn er dich catcht, dann kannst du dir schon mal ein lauschiges Plätzchen unter einer Eiche suchen. Ja, das kann ich mir jetzt schon mal suchen. Oh Mann. Oh man. Ja, jetzt kommt jetzt das Liegen, die 1100 Seelen, das ist jetzt... Problem ist jetzt, ich habe jetzt einfach mal drei Weiz geschluckt, ja. Gut, dann werde ich jetzt hoffentlich das anders machen. Wie meinst du das? Keine drei Weiz schlucken, sondern überhaupt keine, sondern nur Income. Du kannst einfach mal versuchen, die Kläger besser zu machen. Ja, das könnte ich machen, aber nicht ohne Tränke. Du hast doch Tränke. 7 Stück. Reicht. Ja, okay, reicht vielleicht nicht. Sehe ich ein. Das sehe ich. Wir sind hier nicht in Dark Souls, wo wir das halbe Spiel mit unaufgelevelten Estus Flask gespielt haben. Und wir waren so behindert. Wir waren so schlecht. In Dark Souls kann man Flasks. Die Flasks, die man hat, das haben wir ja kurz erwähnt, kann man die verbessern. Und das haben wir nicht gewusst. Und dann haben wir das einfach mal vergessen. Irgendwie sind die sehr
freudig. Ja, das ist richtig. Nee, du konntest halt Knochen sammeln. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen die Gedanken, ich war jetzt gerade ein bisschen genommen. Du konntest halt so Sachen sammeln, womit du diese Estus Flasks, diese Heiltränke halt verbessern konntest. Und die haben wir gesammelt, aber haben die nicht eingesetzt. Das heißt, wir hätten theoretisch wesentlich bessere Flasks haben können, haben es aber nicht gemacht, weil wir es nicht wussten. Und irgendwann mal haben wir es dann gewusst, haben es dann gemacht und dann waren wir einfach die Pazifiker vom Herrn. Ja, die wollen wir auch so schauen, wenn ich bedenke, wie viel wir gequatscht haben, nur mit diesen Billig-Flasks. Ja, es ist, ich glaube, wir müssen echt ein bisschen mehr mit dieser Quecksilber arbeiten. Dieser Knifte. Meinst du? Ja, weil ich meine, man kann damit Angriffe interrupten. Mhm. Also, siehst du, genau, siehst du? Das heißt, wenn der gerade ausholt und du dem schön ins Gesicht gibst, dann staggert er ganz kurz. Okay, da bin ich ja mal verspannt. Muss mal gucken. Siehst du? Mhm. Lass ihn mal ausholen. Siehst du? Das funktioniert. Ja, hab ich gesehen, dass es funktioniert hat, aber irgendwie bin ich da, glaube ich, zu oldschool für. Ja, so geht natürlich auch. Du kannst ihm natürlich auch ins Gesicht hauen. Das ist natürlich auch im Rahmen des Mima möglichen. Holy Guacamole. Holy Guacamole. Oh, gibt's eigentlich noch. Kriegt man nachher noch andere Waffen? Wie in Dark Souls oder hast du immer nur die? Nee, es gibt auch noch andere. Und die kann man. Achso. Also es ist quasi irrelevant. Also. Ich kann die ganzen Sätze reden. Weil du kannst die ganzen Sätze machen. Dass du die Waffe aufwerten kannst. Mhm. Ja, du kannst die Waffe aufwerten, genau. Es gibt aber wie gesagt auch noch andere. Ach, Mann. Wir waren mal besser. Wir waren mal besser. Ja, wenn du es schaffst, würde ich die wiederholen, zwei Level machen und dann Ja. Machen wir nur noch Clary Bestie. Das ist ja, bringt uns ja sonst nicht weiter. Das, ja, wir müssen ja Progress. Profit. Wieso komme ich auf Profit? Profit. Unterhosen klauen, zweitens. Drittens Profit. Es ergibt keinen Sinn. South Park. Das ist eine Folge von South Park, die Unterhosenwichtel. Echt? Mhm. Zeig ich dir bei Gelegenheit. Das ist ein schöner Sonnenuntergang. Wenn wir jetzt schon den Sonnenuntergang bewundern müssen, weil die Ladezeit einfach exorbitant. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Astronomisch groß ist ja nicht mehr. Kann mir leider keine PS Pro leisten. Entschuldigung. Entschuldigung. Model. Das hat damit gar nichts zu tun, das ist Bloodborne halt. Das ist Bloodborne-esque, kann aber halt sein. Ja, auf der PS Pro werden die doch besser, oder nicht? Ja, minimal werden die Ladezeiten besser, aber das... Was mache ich eigentlich? Warum glaube ich hier da? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ah, Mann, ich bin so dumm. Wie, du sagst etwas? Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Dann gehen wir jetzt wieder hier lang. Huh? Ich hoffe. Achso, ich konnte da klopfen wahrscheinlich. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Gut, der. Ich glaube, wir sollten uns dann nicht die Flasks farmen, die kaufen uns dann einfach. Oh, ja. Würde ich sagen. Weil das ist, glaube ich, es ist, glaube ich, einfacher für uns. Sinnvoller. Get it? Weil... Blutviole. Quecksilberschärpe. Und die Quecksilberschärpe. Ah ne, das war League of Legends, ne? Quecksilberschärpe. Keine Ahnung, da bin ich raus. Ah ja, ich weiß. Guten Tag! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Heute nicht. Heute nicht. Ah komm! Heute einfach nicht. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da.
ist noch Suppe da. Komm ran in Somalia. Heute Abend gibt's Reis. Was? Das zeig ich dir gleich. Verstehe ich nicht. Das ist schon in Ordnung. Okay. War das schon die Gang? Das war die Gang. Cooler and the Gang? Genau. Cooler and the Gang. Okay. Hier stand da jetzt einer, ne? Hm, da sitzt einer und der steht gleich auf, genau der. Sag, Junge. Hast du gesehen, wie sie gehen, Mann? Not bad, Obama. Jetzt muss ich die hier. Oh Mann, ey. Am besten hättest du einen Mähdrescher mitgebracht. Ja, oh. Welcher Typ hat denn deine Seelen jetzt? Der mit den leuchtenden Augen. Welcher ist denn der mit. Ich hab keine Ahnung. Der mit den der mit dem roten Halsband. Wer ist denn der mit dem roten Halsband? Das M steht für Gefahr. Weiß ich nicht, da hinten irgendwo muss irgendeiner sein. Das M steht für Gefahr? Ja, kennst du das nicht? Nein. Random Name ohne M und dann das M steht für Gefahr. Achso. Das ist so geil, wie der eine. Da kommt immer nur einer und die anderen so. Nope. Die da denken sich so, nee. Ja, vor allem, ich denke jetzt so, ich bin da so im Mittelalter um so einen brennenden Scheiterhaufen. Da wird einer angeschossen. Was schon mal sehr suspicious ist, ja. Und dann läuft da keiner weg. Da läuft keiner weg? Oder auch keiner hin? Da passiert auch da geht immer nur einer, die denken sich so, ey, machste, geh mal gucken. Ja. Geh mal gucken, was da so geht. Zeig mal mit dem Finger drauf. Genau. Das erinnert mich allerdings viel mehr an die Wachen aus Metal Gear Solid 1. Hä? Ein Karton? Hä? Was für ein Geräusch? Blüm? Ausrufezeichen über dem Kopf. Komm her. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, guck mal, so mag ich das gerne, wenn die nacheinander kommen, guck mal, die Blutfiolen sprießen. Wo ist er denn, der Boy? Sprießen sind das jetzt Blumen? Blutblumen? Ja, Blut, ich Blut. Mag Blumen. Blumen, hau zu, du Sohn. Nein, na gut, dann hau ich. Du darfst nicht so viel singen nachher. Wir kriegen Copyright Strikes. Copyright Strikes. Okay, weil ich gesungen habe. Aber du gesungen hast. Wo ist denn der? Gegen wen hast du denn deine Dinger verloren? Weiß ich nicht, da irgendwas mit dem gewesen. Mit dem Doggy, ne? Ja, der Doggy, der war auch dabei. Da oben, der Typ auf dem Wagen. Hat er die Seelen? Hat er die? Ja. Der leuchtet im Gesicht. Ah ja. Ja, ja, okay, jetzt sehe ich es auch. Komm ran. Hup. Ha! Dodgen. Dodgen Main. Dodge the Bullet. Dodgen Main. Ein einfach Dodger Main. Ja, ist da hier noch ein Doggy oder nicht? Schön Doggy Style. Zack. Und wo ist der Dog? Er ist unten. Hinter dem Wagen steht er und. Ja, aber weißt du was? Ich gebe jetzt einfach. Ich gebe keinen Fick. Wobei den nehme ich noch mit. Das ist doch der Doggy, wie du siehst. Ja, aber ich finde nicht den Doggy. Warum denn nicht? Weil Doggies sind böse. Ja, das ist mir immer richtig. Das ist ja, guck mal, das sind 2200, weißt du, wie viel Shit das ist? Das ist gratuitous amount of Shit, den wir jetzt kriegen. Ja, okay. Okay, okay, thanks, man. Oh, okay. Okay. Dum-dum-dum-dum-dum, scharfe Klinge. Ich schneide den Buchchen auf. Ja, wollen wir. Wir insistieren sogar. Und jetzt investieren wir. Ha! Mega Man, was sagst du dazu? Ja, das ist schon Kopf. Ich würde auch weggucken, wenn ich du wäre. Den sieht man gar nicht. So, jetzt sieht man ihn. Ja, ich würde auch weggucken, wenn ich du wäre. Hi! Nächtchen! Hör mal. Warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen was verkaufen. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du Dinge verkaufen konntest. Ja, aber Kiesel kann ich doch wegschmeißen. Das ist nie gut ausgegangen. Ah, wobei, es gibt 19. Genau, mit Kieseln kann man die pullen. Ja, zum Beispiel auch. Ja, brauchen wir noch nicht schießen. Ja, also, doch. Also ja, können wir schon.
Ah, guck mal her. Zum Verstärken an der Waffe. Ja, nice. Sollen wir nochmal gucken? Sollen wir nochmal gucken gehen? Ja, das können wir mal eben machen, ne? Machen wir mal. Schauen wir mal, was ist das hier oben gewesen, ne? Ja, da an dem Tischchen. Ja, ne? Waffe verstärken. Waffe mit Blutstein verstärken. Okay. Ist das ist das möglich? Ja, guck mal, da machst Und du auch auch schon, ordentlich, ne? ja, Jägerpistole, neun Jägeraxt. Punkte mehr Damage, ne? Was kostet? Obwohl physischer Angriff geht um 13 nach oben, obwohl das da ja, Ja, wahrscheinlich der Base Multiplikator. Damage und der Multiplikator, ja. Genau, sollen wir Ja. mal machen? Kostet mich 240, guck mal, Hier, bitte. easy. Und drei Scherben. Ja, machen wir. Ja, So, und dann mehr machen haben wir wir fünf nicht. Scherben, ja, aber nicht. Ja, alles klar. Ja, das ist ja schon mal geil. Und dann Ja, können kannst du wir. noch Level holen, vielleicht auch noch ein zweites. Ja, Ja, komm, eher mach nur das. eins, oder? Ja. Ja, komm, touch the darkness within me, boy. Nee, nur eins. Ja, leider nur eins. Okay, ja, dann mach das mal. Stärke. Okay. Ja. Ist ja dann sinnvollsten am Bäm. Na, guck Anfang, mal, brauchen wir noch 300 für die nächste. Das passt ja dann im Grunde genommen extrem gut. das ist durchaus richtig. Ne? Und dann kann man Leb das. wohl, guter Leb wohl, Jägerbauer. werter Jäger, möge der Held. Was? Warte mal, ich will mal gucken, was hier mal so eine Molotow-Cocktail kostet. Wo ist der denn? Ich würde nämlich Da, sagen, wir kaufen 180. nämlich so zwei, drei Molotow-Cocktails. Okay, und dann Für willst du mal die die Bestie. Bestie. Für die Bestie. Ja, kannst du ja mal machen, ne? Ne? Guck mal hier, nehmen wir mal fünf Stück. Weil dann können wir nämlich mit dem Öl gehen. Und dann erst Öl und dann Molotow. Ja, das klingt nach einem hervorragenden Plan. Klingt nach Allerdings einem. nicht mehr in dieser Folge. Nee, nicht mehr in dieser Folge. Weil. Wir haben gesagt, wir wollen die Folgen jetzt unter einer halben Stunde haben. Nicht, weil wir euch was vorenthalten wollen, sondern wegen diesen audiotechnischen Gründen, die wir erwähnt haben. Weil der immer nach 15 Minuten cuttet. Und so haben wir maximal einen Cut, wo wir ein bisschen gucken müssen. Und jetzt passt es gerade ziemlich gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei seid. Lasst uns einen Daumen da, wir würden uns freuen. Kommentare unten. Schaut bei dem jungen Mann da rein. Der macht immer schönes PS4-Zeug. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe Haben die die Ehre. Ehre.